Mamallapuram in der Provinz Tamil Nadu an der bengalischen Küste Indiens. Ein beschauliches Fischerstädtchen, das bis zur Flutkatastrophe am 26. Dezember 2004 gerne von Touristen besucht wurde. Mahabalipuram, wie es auch genannt wird, ist berühmt für seine uralten Tempelanlagen und Felsenreliefs aus dem 5. bis 8. Jahrhundert, die seit 1985 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Pastor John, auf dessen Einladung wir vor Ort waren, leitet hier ein Kinderheim, welches seit 3 Jahren von der Kinderhilfsorganisation Our Child in Bad Sulza finanziell unterstützt wird. Ohne diese Hilfe einiger Sponsoren könnten diese Kinder in Indien nicht überleben. Auch er hat sich am 2. Weihnachtstag mit seinen 60 Waisenkindern vorsorglich auf die Flucht begeben. Nachdem er die Kinder in Sicherheit gebracht hatte, leistete er akute Nothilfe in seiner Heimatstadt Mamallapuram. Als Pfarrer und sozial engagierter Mann wusste er so um die Nöte und Bedürfnisse der betroffenen Menschen und war uns ein guter Begleiter und Wegweiser in die zerstörten Dörfer. What we can do it? He's asking me, can you possible to help some small hut like this? She's asking me. Die Menschen hier leben seit Generationen vom Fischfang und das Meer gab ihnen alles zum Leben Nötige. Die Männer fuhren hinaus, um die Fische zu fangen. Die Frauen trugen den Fang auf den Markt, um ihn dort zu verkaufen. All das war Alltag vor dem Tsunami. Heute stehen sie vor den Ruinen ihrer Dörfer, Häuser und Habseligkeiten. When I saw the sea, I don't know anything what I have to do. Suddenly just I protect some things. I build the I tied with this tree some boats and then something I tried and save some things. At the same time one boy was dead. I just carry from there and then I gave some first aid to protect him, but it is not, he was dead already. Alles hat sich verändert. Niemand traut mehr diesem Wasser. Kein Fischer fährt hinaus aus Angst. Aus Angst, eine neue Flut könnte kommen. Kein Fisch wird gefangen aus Angst. Aus Angst, das Meer könnte verseucht sein durch die vielen Toten, die es begraben hat. Our village people all brighten. Not sleep, not coming here. Our children's all fright. Verschiedene Hilfsorganisationen haben in den ersten Tagen Akuthilfe geleistet. Zelte, Plastikplanen wurden verteilt und aufgebaut. Doch nicht überall wurde die Hilfe sinnvoll eingesetzt. Gaben die Spender Netze, fehlten die Boote. Gaben die Spender Boote, fehlten die Motoren, um bei dem üblichen Wellengang überhaupt aus Meer hinauszukommen. Bauten die Spender Häuser, konnten diese nicht bewohnt werden. Aus Wellpappe bestehend waren sie zu heiß unter der tropischen Sonne Südindiens. So blieben die Bewohner in ihren Notunterkünften und warten auf sinnvolle Unterstützung. Ein Haus aus Stein gebaut kostet 52.000 Rupien, das sind knapp 1.000 Euro. Die Ärmsten der Armen in Mamallapuram leben nicht vom Fischfang. Die Bettler und Tagelöhner der untersten Kaste lebten bislang vom Tourismus, doch die Touristen bleiben weg. Väter können ihre Familien nicht mehr ernähren. Mütter wissen nicht, was sie ihren Kindern zu essen geben sollen. Kinder können nicht zur Schule gehen, weil das Schulgeld und die Schuluniform nicht bezahlt werden kann. Die Regierung platzierte eine Mülldeponie direkt an die Dorfgrenze. Der Müll liegt nun überall, überall im Mamallapuram. Auch wenn wir nur eine Woche in Südindien waren, konnten wir uns ein Bild von den Verhältnissen dort machen. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen und ihre Geschichten über den Tsunami und die Folgen, die alle zu tragen haben, gehört. Ihre Hoffnungen auf Hilfe konnten wir bislang nur zum Teil erfüllen. Wir brachten Reis, Linsen, Gemüse und Saris in die betroffenen Dörfer.
Wir kauften Netze für die Fischer und baten Pastor John, in unserem Auftrag weiterhin Hilfe zu leisten. Die Hilfsleistung, die Weimar und das Weimarer Land zusammengetragen hat, ist angekommen. Doch die Aktion Weimar hilft steht erst am Anfang. Nicht zuletzt die Menschen im Mamalapuram hoffen auf unsere nachhaltige und langfristige Unterstützung.